Wisst ihr es noch? Den Dorkcode? 2077. Und damit herzlich willkommen zurück. Ihr habt gerade es richtig gerade. Hallo? Da ist Wasser. Ja, beim letzten Mal sind wir hier gestrandet und hatten dieses Buch noch gelesen, wo uns der Mitarbeiter erzählt hat, dass er wohl ein bisschen besser gestellt ist am Anfang und noch so ein paar Sachen machen durfte. Er durfte sich frei bewegen, durfte das Telefon benutzen. Aber dann hatten ihn einige Leute angesprochen, aber er hat das erstmal so abgetan. Und dann wollte er selber seinen Raum verlassen, als dann die Wachen zu ihm kamen und hatten ihn dann in den Flur gebracht und wo die auch die Telefone sind. Und haben ihm gesagt, dass also er auch einige Unterstützungssachen bekommt, Zubehör. Dann hat er nach Medizin gefragt und dann wollte er telefonieren, aber hat keiner eine Antwort gegeben. Und wahrscheinlich war das eine schlechte Idee zu fragen, wahrscheinlich haben sie das Telefon abgeschaltet. Naja, auf jeden Fall, wer das hier findet, der wird es wohl geschafft haben nach draußen. Wir wollen mal gucken, wo wir jetzt hier hinkommen, wenn wir jetzt hier weitergehen, ne? Wir sind wieder im Wasser. Stahlberg Underground, okay. Das hört sich ja im Hintergrund mal. Die haben aber Zeit gehabt. Mist. Das war jetzt nicht so nett. Die haben aber Zeit gehabt, im Hintergrund die ganzen Türen hier zu versiegeln und. Da haben wir wieder ein paar Batterien. Natürlich für die Kamera. A pack of spare batteries for the flashlight. Nee, für die Flashlight, okay. Da geht's weiter, weil bevor wir jetzt hier einen falschen Fehler machen. Und da sind wir runtergekommen. Das sieht nicht so nett aus. Someone should get that fixed. Ja, hier muss einiges gefixt werden, okay. Das war also der einzige Weg, den wir hier nehmen konnten. Sparen wir mal ein paar Batterien und gehen mal hier weiter. Die Folge darf übrigens nicht zu lange werden. Ich denke mal, so knapp 20 Minuten kriegen wir hin. Da haben wir wieder. That makes 10 packs of camera batteries. Gut, Free Stuff, nice. Free Stuff Stahlberg. Ach, guck mal, hier gibt es sogar Bücher. Also. Welchen Weg gehen wir wieder mal? Erstmal Batterien wechseln. Keep out. Ach du heiliger Strohsack. Aha. Okay, ich glaube, hier fährt noch die Metro drüber. Wenn ich das richtig höre. Eieieiei. Was ist das? Ach, guck mal, hier hinten noch gar nicht durchgekonnt. Warte mal. Geh mal den anderen Weg auch noch mal. Keep out. Boah, es hört sich schrecklich an, als wenn einer atmet in meinem Nacken. Oh, gruselig. Ach, guck mal, hier kommen wir gar nicht. Oder? Nee, da wären wir gar nicht durchgekommen.
dass ich auch immer den richtigen Weg erwische. So. Okay, ich rede jetzt einfach mal mehr, weil das hört sich jetzt an, als wenn irgendein Monster mir von hinten in den Nacken atmet. Und das ist nicht angenehm. Und die U-Bahn fährt gerade weiter. Wir gehen... Boah, alter Falter, das ist ja schrecklich. Gehen einfach mal hier den Weg weiter. Boah, eigentlich hier kriege ich viel Licht. Oh, guck mal hier. Ach, du Strohsack, Heiliger. Nee, wer denkt sich denn so... Was? Und da kommt die nächste U-Bahn. Können wir denn hier so... Ja, wir können. Wer denkt sich denn hier sowas aus? Die Tür ist zu, welch Wunder. Und nun? Wie soll es jetzt weitergehen, Freunde? Hm. Hahaha. Ihr glaubt aber jetzt wohl nicht, dass ich da runterspringe. Klasse. Ihr glaubt doch jetzt nicht, dass ich da runterspringe. Nee. Freunde, das kann nicht der Weg sein. Da muss ein anderer sein. Ich habe nämlich hier einen... Ein Rädchen. Mein einziges Rädchen. Ich gucke jetzt erstmal, wo ich dieses Rädchen einsetzen kann. Macht auch nicht viel Sinn, das mit so einem Brett abzudecken, wo ich jederzeit gegenäumeln kann. Die Batterie flackert schon wieder. Ach, die Batterie, die Taschenlampe. Aber wo? Wo? Macht nicht viel Sinn, oder? Naja, da unten war ja nichts mehr. Eieieiei, jetzt geht wieder die Suche los, wo das Rädchen reinpacken muss. Das Maya Sketch. Denn ich habe ein Rätsche. Und ich will jetzt hier raus und ich komme hier nicht raus wegen dem Rätsche. Ach, die Batterie ist schon wieder viel zu schwach. So, dann gucken wir mal, wo wir hier eventuell, ne? Ach, warte mal. Also bevor ich solchen Unsinn mache, speichere ich lieber. Weil diese Unsinnssachen, die sind immer sehr schlecht für mich ausgegangen. Da muss ja ein riesiges Rohr sein. Andersrum würde jetzt jeder andere Weg keinen Sinn machen. Also entweder hier oder da. So. Legen wir das mal hier unten hin.
das bewegt sich nicht. Ach, ich doofe Ziege. Hier ist so eine Leiter neben der... Oh. Ach, da kommt er rein. Na toll. Ah. Zack. Das ist die Serverpipe. Flush line, Wolf, keep closed. Und das ist die Waterpipe. Wenn ich das jetzt wieder aufdrehe. Sagt er hier nichts vom pH-Sensor? Aber ich kann hier auch nichts drehen. Also machen wir hier mal zu. 5. Hier geht's weiter. Do not close. Machen wir den mal zu. Zack. Oh. Das passiert, wenn man sich mit was nicht auskennt, würde ich sagen. Jetzt machen wir den zu und gucken mal, was passiert. Wahrscheinlich nichts Gutes. Ah, jetzt kommen wir bei ihr durch. Ach du Deibel. Ach du Deibel. Hier geht's nicht weiter. Oh nein, ich schon wieder. Jede Menge Rädchen hier. Können wir hier. Können wir hier auch? Nein, es ist wieder ein Sicherungslevel. A sledgehammer might come in handy, I guess. Aha. Rädchen ohne Ende hier. Okay, wir haben ja hier noch zwei tolle farbige Rohre. Aber nichts lässt sich da oben festmachen.
Nehmen wir den mal auf. Keine Ahnung, wofür das alles sein soll, aber... Gehen wir durch diesen Weg. Wir haben jetzt einen Sledgehammer, einen Vorschlaghammer. Kabumm. Okay, gehen wir mal davon aus, dass dadurch, dass wir das jetzt abgestellt haben, wir jetzt hier rein konnten. Vorschlaghammer! Na toll. Ich dachte, ich könnte jetzt hier mal richtig butscheln. Was haben wir hier? Strom, Engine 1. Engine 2. Was ist das? Mein Name ist Hobby und das ist Bobby, oder was? Was ist das? Mal, da sind noch zwei Rädchen einzusetzen. Wer denkt sich so eine Anlage aus? Ich habe keine Ahnung. Was ist denn jetzt hier? Kommen wir mal hier wieder rein. Ja, wir können. Okay, ein gelbes Rad, ein lila Rad. Das hatten wir ja da oben drüber auch schon. Oje, wer denkt sich denn sowas aus? Ich will nicht mehr. Ein weißes Rad. Keine Ahnung. Da passt es nicht. Da passt es auch nicht. Jetzt ist uns auf blau. Jetzt ist der auch auf blau. Aber wofür soll das denn sonst gut sein, das Rädchen? Bobby. Fluttüren, Alarm, Control Panel. Na toll. I have like a ton of these things already. I don't think I can fit this in my pockets. Can't carry any more of this. Aha. Ach, guck mal, hier ist auch wieder so ein... Ach, warte mal. Nee. Das sind Sicherungen. Die müssen da rein, wo Sicherungen reinkommen. Aber nur mal... Das sind doch so Dinger für die Rädchen. Oh, die Folge wird wieder zu lang, Freunde. Dann kriegen wir wieder Probleme mit dem Ton. Da, seht ihr? Was ist denn? Ach nee, das ist er. Oje, 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 wer denkt sich sowas aus? Wer denkt sich sowas aus? Ich habe... Oh, da ist noch ein Vorschlaghammer für alle Fälle. Okay.
Aber da fehlt doch jetzt noch ein Rad. Ich kann doch jetzt nicht das andere Rad nehmen, dann ist doch ein Bug. Wenn ich das Rad jetzt nehme, was da abgebrochen ist, das wird ja... Ach, guck mal, das ist das Kabel, was hier durchgeht. Pass auf, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir gehen jetzt hier durch und nehmen uns das da mal mit. So. Ich glaube aber nicht, dass das funktioniert. Aus dem einfachen Grund, weil die zwei anderen Farben vorherrschend waren. So. Wetten wir? Ach, willst du mich verarschen? Egal. So, jetzt sind sie alle auf gelb. Machen wir die hier unten zu. Okay. Das ist ein Radspiel, ja. Dreh das richtige Rad. Habe keine Ahnung. Können wir das irgendwie nachvollziehen? Also, hier gehen die beiden rein. Dann geht der dahin und der geht in den Kasten rein. Vom Kasten gehen die da nach oben oder nach unten? Aber erstmal, wo der letzte Gang hier noch hingeht. Okay, also wir müssen es so einstellen, dass es wahrscheinlich da unten funktioniert. Aber da ist ja jetzt auch keine Sicherung mehr irgendwo, die wir einsetzen müssen. Oder müssen wir hier noch irgendwo eine Sicherung einsetzen? Da oben? Da, sagt er. Wir machen erstmal Schicht am Schacht und sagen wir mal ciao, bis zur nächsten Folge. Ne? Drückt die Daumen, dass wir es dann schaffen. Ciao!